Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu SAK TV Markt. Eine reibungslose Zusammenarbeit im E-Commerce ist für Fachhandwerk und Großhandel gleichermaßen wichtig. Der digitale Austausch ermöglicht es, Kundenprojekte im Tagesgeschäft erfolgreich und effizient abzuwickeln. Schnittstellen zum Großhandel, zum Beispiel EDS, Open Master Data oder auch Zugpferd, schaffen dabei eine wichtige Basis, um Abläufe rund um den Einkauf und die Abrechnung durchgängig digital im Bestandssystem abzubilden. Wie solch eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen Softwarehersteller und SAK Großhandel aussieht, um dem Handwerk durchgängige Lösungen anzubieten, zeigt die digitale Partnerschaft zwischen PDS und der Mainmetall Großhandelsgesellschaft. Im Zuge der Digital Plus Partnerschaft mit unserem gemeinsamen Partner PDS ist es uns wichtig, innovative Schnittstellen jederzeit weiterzuentwickeln, um hier auch mit kleinen Anpassungen jederzeit einen größeren Mehrwert für das Handwerk zu liefern. Beispiele hierfür sind die Lieferantenshop-Suche, die Verarbeitung von Vermarktungs- oder Artikelbezeichnungen und die Neuanlage von bisher nicht verdateten Artikeln in der PDS-Software. Konkrete Beispiele zwischen dem Austausch der PDS-Software und dem Mainmetall Online-Portal werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Mit der in IDS 2.5 umgesetzten Lieferantenshop-Suche werden uns die Daten des Mainmetall Großhandelsshop direkt in der PDS-Software verfügbar gemacht. Das bedeutet, dass wir ohne einen Vorgang wie zum Beispiel ein Angebot Artikel direkt suchen, auffinden und uns in ein Lesezeichen in die Software PDS übernehmen können. Die aus der IDS 2.5 übernommenen Warenkörbe können anschließend aus der Suche in jeden PDS-Vorgang übernommen werden. Dies hat den Vorteil, dass wir mit aktuellen Warensortimenten sowie aktuellen Preisen direkt in unseren Vorgängen arbeiten. Durch die neu geschaffene Funktion EK-Preis-Herkunft ist in jedem Vorgang direkt ersichtlich, woher ein Preis mit welcher Aktualität stammt. Etwaige Preisabweichungen, die zum Shop-Preis abweichen, sind direkt ersichtlich, sodass Fehlkalkulationen direkt vermieden werden können. Durch die Funktion Katalogstammdaten aktualisieren werden aus dem Warenkorb übernommene Preise direkt in das PDS-System übernommen, sodass wir eine hybride Preisaktualisierungsfunktion bestehend aus Datanorm und Live-Stammdaten direkt in der Software umsetzen. Die Funktion Katalogstammdaten aktualisieren lässt sich durch einfaches Setzen des Hakens im entsprechenden Lieferanten realisieren, sodass diese Funktion zukünftig immer greift. Der Vorteil der Live-Schnittstellen wird eindeutig, wenn wir bei sich schnell wechselnden Sortimenten eine Katalogsuche ansteuern und diesen Artikel noch nicht im PDS-Artikelstamm vorfinden. Durch die auch hier realisierte Shop-Suche werden die Suchanfragen statt an die PDS-Datenbank direkt an den Großhandelsshop gestellt und der Artikel, welcher vorher noch nicht im PDS-System hinterlegt war, lässt sich durch einfache Übertragung per EDS-Schnittstelle in die PDS-Software übernehmen. Mit der umgesetzten Erweiterung Daten automatisch im Katalog speichern, werden noch nicht im System vorhandene Artikel durch Übernahme aus dem Webshop direkt in der PDS-Software neu angelegt, sodass diese bei zukünftigen Suchen direkt auffindbar sind, sodass wir ein sich fortlaufend aktualisierendes und sich ergänzendes PDS-System vorfinden. Die Funktion Daten automatisch im Katalog speichern lässt sich in der jeweiligen Vorgangsvorlage der PDS-Software im Bereich der Erfassung, Speichern im Katalog auch durch einfaches Aktivieren eines Hakens setzen, sodass diese zukünftig zu jeder Stelle greift. Die in Open Master Data bereits vielfach genutzte Möglichkeit, Artikelabbildungen sowie Dokumente direkt in PDS-Software zu verarbeiten, wurde durch die neue Möglichkeit der Verarbeitung der Vermarktungstexte und Artikelbeschreibung ergänzt, sodass auch die entsprechende Beschreibung des Artikels direkt in die PDS-Software übernommen werden und natürlich im Druck auch angewendet werden kann. Auch die Verarbeitung der Vermarktungstexte und Artikelbeschreibung lässt sich durch einfaches Setzen in den Vorgangseinstellungen im Bereich Import-Export-Daten Open Master Data setzen. Durch das stetige Erweitern der Schnittstellenmöglichkeiten zwischen der PDS-Software und dem Mainmetall Online-Portal erhält der Handwerksbetrieb immer mehr Möglichkeiten des direkten Datenaustausches, welches das tägliche Arbeiten im Handwerk deutlich erleichtert. Ja, liebe Zuschauer, und das war's auch schon wieder mit der Marktsendung für diese Woche. Morgen geht's hier mit meiner Kollegin und den Nachrichten weiter. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.